Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zum vollgepackten Video, ein kurzes Video, aber vollgepackt. Wir haben Squad Battles belohnt, war Elite 3. Wir haben Vegan League Rewards, war 14-6, da war ich 7-0, dann war ich mal 13-3 oder so. Dann war ich 13-6, im letzten Spiel noch die 14-Siege klar gemacht. Das Iconbike ist natürlich auch am Start, haben wir gezogen. Schaut selber, schreibt, was ihr so gezogen habt, ob Wiggly gegönnt hat, Iconbike habe ich, haben viele gemacht. Ich wünsche jedem, der was er noch macht, natürlich nur das Beste und ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefällt, Like, Abo, Kommentar würde ich mich riesig freuen und jetzt geht's los mit dem Video, viel Spaß! Dann holen wir jetzt die Squad Battles Belohnungen ab. Es sollte Elite 2 sein, das schlechteste Fall wäre Elite 3, aber es sollte normal Elite 2 sein. Es gibt ein 50k-Pack, glaube ich. Also gehen wir rein, holen wir es ab und... Oh, Elite 3, ich bin noch abgefallen. Was gibt's bei Elite 3? Megapack, Premium Gold Profi Pack und Premium Gold Pack. Okay, und 12k. Naja. Gehen wir trotzdem rein. Geschenken, Gau, schauen wir nicht ins Maul jetzt, oder? Zumindest tauschbar. Irgendwas wird kommen. Komm, Premium Gold Pack. Das wird kein Walkout. Spanien, IV. Okay, nicht einmal ein seltener Goldspieler. Vielleicht Shadow Hunter sagen. Das ist ein bodenlos, das Pack. Ja, dann gehen wir ins Megapack als erster. Kaum ein Walkout. Nein, ist nicht Spanien, ZM, Busquets oder was? Ja, Busquets, man kennt's. Ja, das hilft mir bis jetzt nichts weiter. Bei 83er. Gib mir das Ganze hier an. Und jetzt hier rein ins letzte Pack, Premium Gold Profi Pack, komm. Ah, wird auch nichts. Boah, DJ Eni oder was? GG's. Hey, ich bin wirklich froh gerade. Ich bin wirklich froh. Von 13.3 auf 13.5. Na, auf 13.6 und dann den 14. Sieg gerade noch im letzten Spiel. Ich habe gedacht, ich verkacke genauso wie letzte Woche, dass es wieder nur 13 Siege werden. Aber diesmal 14 Sieger. Danke. Danke. Dreimal Player Pick, 1 von 4, 84 plus. Dann das Pack 85 mal 3, wo safe wieder 3 85er drin sind. 100k Pack, ultimatives Pack. Gehen wir rein. Hey, so eine Special Card mal in so einem Player Pick war super, je. So eine Event-Karte, komm, gehen wir rein. Erster Pick, wird ein 86er, nehmen wir Chesney mit. Pick Nummer 2 wird, oh, Bellingham, cool. 2x86er. Letzte Karte, letzten Pick. Auf die gute alte, so wie wir es vorher gemacht haben. Im alten FIFA, wenn Player Picks waren. R3 Pick, komm, ich schau nicht hin. Geht auf und. Okay, eine Special Card. Aber ich glaube, der ist nichts wert. Träumer, ich glaube, der ist echt nichts wert. Nummer 2, Fabinho. Nummer 3, Shaw. Nummer 4, ein anderes, okay. Fünfter, schwacher Fuß, ich werde trotzdem mit Rating gehen. Ich werde trotzdem mit Rating gehen. 2x86, 1x85. Geht halt auch ein bisschen besser. Als erstes ins 100k-Pack. Rein. Komm. Bitte Walkout. Ich glaube, das war keiner. Deutschland. ZM. Gündogan? Dann war es doch einer. Okay. Aber kein Double. Ein stinknormaler. Naja. Okay. Ist der noch was wert?
Geh mal an. Würde schon weggehen. Ist nix. Bisschen Rating. Kein Rating. Okay, Doppelte sollten jetzt keine mehr sein, sonst muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Ich gehe trotzdem wieder ins 85x3, ins letzte rein, weil ich da am meisten Hoffnungen habe. Komm, hol dir mal die Back. So ein Trailblazer, dass ich einmal aus dem Back ziehe, komm. Schottland? Okay, ist ein Walker. Lit. Das ist lit. Ich hätte den Walker jetzt nicht erkannt, aber wir sind nur ein einfacher. Und nur 86er. 11. Oh, okay, in Info. Und 11 Duplikate, okay. Jetzt, ich schau mal. Ich guck mal. Ich guck mal, was ich da jetzt mache. Dann kann man jetzt reingehen ins letzte Berg. 85x3. Erste Weekend-League hatte ich das Back auch, da war 285er, 385er. Vorige Woche hatte ich 85x2, weil da haben wir 13 Siege gehabt. Ich glaube, da waren auch 285er drin. Und jetzt zum dritten Mal, komm, yay. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt kannst du was gönnen. England, Rechtsverteidiger, Bronze. Double Walker, dahinter ist mehr Rating. Wer kommt noch? Wer kommt? Okay, das ist wieder nicht da. Hey, ich zieh im. Okay, ich dachte schon, dass die andere Double Barser Walker. Ich zieh, wenn ich Double Walker habe, ich habe immer zwei Frauen drin. Und ich habe absolut immer zwei Frauen, wenn ich Double Walker habe. Das sind die Proteas in Skiversion, ist das, oder? Grillisch noch dahinter. Okay, okay, okay. Von den Special-Karten von, hier sind die, ich hab schon ganz vergessen. Wie heißt das Event, was gerade ist? Trailblazers, ich habe keinen einzigen Trailblazer gezogen die zwei Wochen. Keinen einzigen bis jetzt. Aber, ja, was, maximal 87 Icon Upgrade Back. Ich glaube, das Beste, was man ziehen kann, ist Doris, oder? Ich glaube, das Beste ist Doris, was man ziehen kann. Schau kurz noch nach. Ich schau kurz noch nach, was man so ziehen kann, bevor wir ins Back reingehen. Also von Wert her, ja, Torres ist von Wert her. Sien. Ich brauche halt, also auch wenn ich jetzt Sien dann so ziehen würde, wäre cool, aber ich brauche die nicht. Ich habe schon so viel Achter. Zambrotta wäre cool. Zola, über Zola würde ich mich tatsächlich freuen, glaube ich, den würde ich einbauen. Reikert, glaube ich, wäre auch nicht verkehrt. Petit. Ballack hat cooles Stats eigentlich. Wenn man ehrlich ist. Bounce. Okay, ich glaube, Campbell wäre auch cool. Frankie. Gress. Okay. Gespo, Varane, Schuka. Schuka 135k. Duso, Wright. Okay. Naja, sowas richtig Gutes ist halt nicht dabei. Was richtig Gutes ist halt nicht dabei. Aber über ein Dings würde ich mich riesig freuen. Über einen. Torres. Na gut. Ich glaube, genug gelabert, komm. 3, 2, 1. Mit der Nase. Gönn was, gönn was, komm, 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 komm! Das wird keen! Ach du Scheiße! Boah, was ist der wert? Der sieht ja wirklich Schrott aus. Der ist 100k wert. Das Bezirk kostet 140k.
Das ist ein L. Das ist ein L. Na ja. Defensivstats und Füßestats sind sehr, sehr gut. Aber das Tempo stinkt. Spielstile, was haben wir? Grätschen plus, abfangen, Schnittstellenpass. Ah. Nee. Der ist nix.